Und ein herzliches Willkommen zurück. Hey! Zu Hellblade Senua's Sacrifice. Mit von Nür, Gameplays als Hobby. Das bin ich. Der, der sich immer wieder verspricht. Und ja. Wir haben hier diese Bestien, diesen Berg hier besiegt. Und wir sollen jetzt irgendwie tiefer in den Berg, aber irgendwie gehen wir jetzt irgendwie raus. Mal schauen, was passiert. Ich weiß es selber nicht. Kommen wir wirklich raus oder wo sind wir jetzt? Ach so, wir sind jetzt auf der anderen Seite, wo wir eigentlich lang wollten. Aber dann ist die Brücke eingebrochen. Mother, I won't let the darkness trick me again. I know you're safe with the gods. I can feel Hannah's gaze, searching for secrets inside of me. Secrets that even I can't see. I'm not here to fight my past. I'm here for Dillion. I will fulfill my vow, whatever the cost. Ich bin ja mal gespannt, was Hela sein wird. Okay, ich nehme an, hier geht's hoch. Sieht schwer danach aus, dass wir mit dem Spiel fast durch sind. Das hier wird wohl die letzte Welt sein. Ganz schön viele Partikel, die hier durch die Luft schweben. Das ist sehr anspruchsvoll für den PC. Ich meine, es funktioniert noch und es läuft noch alles einwandfrei. Aber für 4K ist es dann natürlich ein bisschen heftig. Aber es funktioniert. Boah, könnt ihr mal still sein? Wir gehen erstmal hier lang. Oh, Speicher. Ich bin ja dafür bekannt, denke ich mal, dass ich hier immer auf Abwägen gehe, um alles zu erkunden. So, das wird das C sein, oder? Ich sehe es nicht. Nee, das ist die zweite Rune da oben links. Von links. Haben wir schon wieder einen übersehen? Shit. They call this Ragnarok, the destiny of the gods. First, there will be a terrible winter, 3 years long. Then, mankind will turn on itself. Brothers will fight each other to the death, and people will forget what they owe their kindred. Times will be hard. Crimes will be great. It will be an age of axes and swords. The wind will blow through abandoned halls. Wolves will walk where children played. The world will fall into ruin. Irgendwie kommt mir so ein Gedanke. Ragnarök scheint es wohl schon gegeben zu haben. Gut, 3 Jahre langer Winter ist ein bisschen kurz mit dem Vergleich, was ich jetzt machen wollte. Nämlich die Eiszeit. Also es kommt natürlich auch drauf an, an was man glaubt, ne? So, hier geht's ziemlich weit nach oben. Was machen wir hier oben?
Oh, hier können wir uns erholen und aufhängen. Okay, noch passiert hier nichts. Achso, jetzt bin ich noch weiter oben in dem Raum. Und von hier aus kann ich bestimmt die Brücke reparieren. Sieht so aus, ja. Zumindest ein Stück habe ich es geschafft. Da fehlt aber noch 2, 3 Stücke. Das scheint wohl meine Aufgabe hier zu sein, die Brücke zu komplettieren. Sagt man das so? Komplettieren? Also hätte ich hier oben sowieso hingemüsst. Springen können wir ja nicht. Das war ja jetzt klar. Dich nicht, mein Freund. Yeah. Ist der große Dick tot? Dann ist ja gut. Oh, der schwere Angriff ist echt klasse. How will she do it? What will she do? So, wieder abwärts. Also ich kann nur sagen, es ist ein arschgeiles Spiel. Die Stimmen können ja manchmal schon mal auf den Sack gehen. Aber wiederum gibt es auch sehr viele Videosequenzen. Aber was natürlich auch echt klasse ist, falls man auch wegen der Story spielt. So wie. So, es speichert sehr schön. Jetzt weiß ich nicht mehr, wo ich aufgehört habe, weil ich mitgelesen habe. Zu dem Tor müssen wir. Mother, you showed me how to see further. To see the hidden wonders in our world and explore new paths into the unknown. To lead so that others may follow. Or to warn so that they may avoid. That is our gift and our duty. I'm not going to look away in fear anymore. Das sind schon interessante Gedanken, die hier spielen, stattfinden. Wie auch immer. Wie gesagt, ich finde das Spiel echt einfach nur interessant und klasse gemacht. Finde ich echt gut.
Okay. Hier von hier aus können wir wohl nichts machen. Oh, da geht's noch weiter hoch, sehe ich. Das sieht schon so aus, dass man hier was machen kann. Jupp, das da. She can do it. She can do it. She can still see the secrets. So, fehlen eigentlich noch da die zwei Planken, sage ich jetzt mal. Gut, sind ein paar mehr, aber. Sind noch, ich sag jetzt mal, zwei Löcher in der Brücke. She has the sight. She can see the secrets. Ich nehme an, wir müssen jetzt durch das Tor raus. Was es hier links gibt. Damit wir vielleicht höher kommen, von oben dann wieder gucken können. Oder wir müssen tiefer runter, ich weiß es nicht. Ach, hier ist auch ein. Ah! The Northmen say the gods will fight their last battle at Ragnarok. Their watchmen will blow the horn that can be heard through the whole world. And Odin will speak with the severed head of Mimir, which gives him good counsel. The land of the giants will thunder with the sound of their army on the move. The gods will assemble. The dwarves will leave their stones. The frost giants will come from the east. The Midgard serpent will turn up the waves. Eagles will scream and tear at the corpses with their yellow beaks. The ship of the dead will set sail. Wenn man diese Szene sich in meinen Kopf rufen würde, was er da gerade erzählt hat, ey, das wäre echt Hammer. So, noch zwei so Runensteine gibt's zu finden. Also von daher, hier sind wir wohl dann bald fertig. Okay, hier können wir nicht lang. Vielleicht müssen wir jetzt hier drauf, um das da irgendwie zu machen. Ein Tor. Okay. Wie gesagt, ich finde das Spiel echt geil konstruiert. Also die Ideen, die dahinter stecken, Respekt. Leider weiß ich jetzt nicht mehr, wie der Entwickler heißt des Spiels. Muss ich nochmal gucken dann. Aber das haben die echt klasse hingekriegt. Geil. Es speichert da mal noch einen Runenstein, im vorletzten so gesehen. Jupp, ist der vorletzte. The Northmen say that at Ragnarok, the gods will face a ship full of their foes, which Loki has steered to Asgard. It carries the fire giants, the wolf that will eat the sun, and all kinds of dark creatures. Surt will join them with his sword of fire. The cliffs will crash, trolls will walk the land, men will tread the road to hell, and the heavens will split open. Okay. Jetzt fehlt nur noch das R. Das R. So, da kann man nicht rein. Da gibt's aber, glaube ich, scheinbar auch nichts drin. Da ist ein Loch, da könnten wir durch. Das hier kriegen wir bestimmt nicht auf. Nee, ist ein Block da davor. Müssen wir hier lang. So, machen wir hier erstmal die Tür auf. So, damit hätten wir es schneller auf jeden Fall. So, gibt es erstmal nur einen Weg. Warum ist das Licht hier so schrecklich? Die Welt der tausend Treppen hier. Ihr müsst doch durchtrainierte Warten haben ohne Ende. So, hier geht's rechts raus, aber
Jetzt auch noch höher. Na gut, wir gucken uns natürlich trotzdem erstmal um. Finsternis kämpfen. Na gut, komm her. Wow, so einer! Hau drauf! Von denen. Gerade wollte ich ausweichen. Hau drauf! So einer. You can do this. Make it. Go again. Wo kam ich her? Da aus der Tür. Brücke schon fertig. Okay, dann wird es bestimmt weiter oben einfach nur den letzten Runenstein geben. Den schnappen wir uns natürlich auch noch. Scheißegal, wenn ich es sowieso nicht vollständig habe, aber den holen wir uns noch. Da ist er. Wie geht die Geschichte aus? Odin sagt, dass jeder Gott will do battle at Ragnarok. Odin will fight the monstrous wolf and be killed, but his son will avenge him and plunge his sword into the heart of the beast. Freyr will face Surt, but he had given his sword away for love, and without it, he cannot defend himself against the flames. Thor will smite the Midgard serpent to no avail. The sun will grow black, the earth will sink into the sea, the stars will disappear, fire and water will meet, steam will shoot up, flames will play against the sky, the heavens and earth and all the world will be burned, all the gods will be dead, and the warriors of Valhalla and the people everywhere. Senua, prepare yourself for Ragnarok. Or it is nigh. Also laut der Sage wird einfach jeder sterben. Was ist der Sinn? Was ist dann? Gibt's niemanden mehr? Kann ich mir nicht vorstellen, dass das der Plan der Dinge ist. Dass einfach gar nichts mehr existiert von dem Menschen. Ragnarok könnte man auch sehen als Neuanfang, dass vielleicht fast jeder stirbt oder sowas, keine Ahnung, und dann irgendwie aber was Neues aufgebaut wird auf den Ruinen. Aber dass wirklich jeder sterben soll? Ich weiß nicht, ob das stimmen könnte. Eine heftige Prophezeiung. So, es speichert, sehr schön. Und meine Brücke ist vollständig. So, dennoch werden wir erst im nächsten Teil über die Brücke schreiten. Wir sind jetzt bei knapp 20 Minuten. Wenn ich fertig bin mit Erzählen, sind wir bei 20 Minuten. Und wie gesagt, beim nächsten Teil geht es weiter. Sehen wir, wie es vielleicht zu Ende geht. Es kann gut sein, dass wenn wir da durch die Tür schreiten, eigentlich nur noch einen Endboss haben und dann haben wir nur noch Filmszenen. Ich weiß es nicht. Wir werden sehen. Auf jeden Fall hoffe ich, ihr seid wieder mit dabei.
Ihr dürft mir gerne einen Daumen nach oben geben, wenn es euch auch gefällt. Und kauft es euch. Wenn ihr es euch kauft, ihr braucht auch nicht den letzten Teil zu gucken. Außer ihr braucht Hilfe und Unterstützung. Dann könnt ihr natürlich hier gucken, falls ich es schaffe, wie man es schafft. Und dann könnt ihr das natürlich selber auch probieren. Aber kauft es euch. Es ist geil. Und teuer ist es auch nicht, das Spiel. Also, ist nachher mal ein gutes Spiel. Ja, also, wir sehen uns beim nächsten Teil. Ich hoffe, wie gesagt, ihr seid auch mit dabei. Ja, könnt mich auch gerne abonnieren, falls ihr es noch nicht habt. Dann kriegt ihr ja Bescheid, wenn der letzte Teil, also ich nehme an, der letzte Teil öffentlich kommt. Und ja, dann sehen wir uns entweder, wie gesagt, beim nächsten Teil oder bei einem anderen Let's Play von mir. Und dann wünsche ich euch noch viel Spaß bei mir auf der YouTube-Seite, generell auf YouTube. Und das war Hellblade, Senua's Sacrifice mit von Nürnberg Gamblers als Hobby in Hehl. Tschüdelidu.